Und an dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Frau Bentele, die konzertierte Aktion, die heute im Kanzleramt stattfindet und die unterschiedlichen Vorschläge, die wir auch gerade im Beitrag gehört haben, wie bewerten Sie die? Also erstmal freue ich mich, dass es die konzertierte Aktion gibt, weil es braucht dringend Lösungen, zumal bei den letzten Entlastungspaketen immer noch Gruppen von Menschen nicht entlastet wurden, zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner mit wenig Geld, Menschen, die Geringverdiener sind, Alleinerziehende mit Teilzeitjob, Personen, die Eltern- oder Krankengeld bekommen, all die sind noch zu wenig oder nicht entlastet worden. Und deswegen braucht es eben wirklich auch längerfristig noch kreative und gute Ideen, was man tun kann. Eine wichtige Idee für mich ist auf jeden Fall, dass es eben nochmal ein Entlastungspaket gibt, in dem eben auch zum Beispiel ein Energiezuschuss für Menschen mit wenig Einkommen, Vermögen oder eben ganz ohne Einkommen bezahlt wird, wie eben Rentner mit geringer Rente. Das ist ein ganz dringender Wunsch, aber es braucht eben auch andere systematische Lösungen. Und da ist ein Vorschlag, den wir als Sozialverband VdK jetzt schon öfter gemacht haben und auch gerne immer wieder machen, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte senken bzw. streichen könnte, damit diese Produkte für die Menschen im Land wieder billiger werden. Und das entlastet natürlich Geringverdiener ziemlich gut. Dann fangen wir noch mal mit der Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, wie Sie sie gerade genannt haben, an. Fordern Sie das generell? Denn das hätte ja auch Mitnahmeeffekte von Menschen, die das jetzt nicht unbedingt nötig haben, also Besserverdienenden. Das für mich Wichtige und Interessante ist, dass natürlich so eine Verbrauchssteuerstreichung immer denen mit wenig Geld mehr nutzt. Weil jemand mit viel Geld kann nicht 100-mal mehr Butter, Milch und oder wenn wir jetzt von frischem Obst und Gemüse ausgehen, nicht mal 100 mehr Gurken, mal mehr Gurken essen. Und von daher ist es schon eine Entlastung, die vor allem auch die unterstützt, die wenig Geld haben. Sie haben natürlich recht, das entlastet auch Menschen mit mehr Geld. Aber von denen wieder eben auch Geld zu bekommen, das kann meines Erachtens nur über die Steuerschraube passieren. Die wird mit der FDP wahrscheinlich schwer zu drehen sein. Aber das ist schon für uns als Sozialverband VdK ein großer Wunsch, dass es wirklich wieder Maßnahmen gibt wie eine Besteuerung von großen Erbschaften, die deutlich höher sein müsste, eine Vermögenssteuer, die wieder angewendet wird oder vielleicht auch eine Vermögensabgabe. Wenn diese Dinge eingeführt werden, dann würde ich mal meinen, ist das eine bessere Möglichkeit, um eben auch von denen, die mehr Geld zur Verfügung haben, eben auch den Sozialstaat besser finanzieren zu lassen. Eine Vermögenssteuer ist mit der FDP wahrscheinlich nicht zu machen, so zumindest sagt sie bislang. Ein anderer Punkt ist auch schwierig, was Sie angesprochen haben, ein drittes Entlastungspaket, was Sie fordern. Da hat der Finanzminister ja schon gesagt, dass frühestens im nächsten Jahr. Sie würden das dritte Entlastungspaket bereits in diesem Jahr noch fordern? Das Problem ist eben wirklich, dass viele Menschen im Moment auf die Rechnung für ihre Strom- und Gasnachzahlung entweder noch warten oder sie schon haben. Die Lebensmittelpreise steigen, Strom und Gas ist extrem teuer. Gut, Mobilität ist natürlich jetzt ein Stück günstiger geworden durchs 9-Euro-Ticket für 3 Monate, für die, die eben den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Aber es gibt im Moment wirklich eine hohe Belastung durch die hohen Preise und vor allem durch eben die hohen Preise für Energie. Und da gibt es in Deutschland viele Menschen, die eben in Mietwohnungen wohnen, gerade Menschen mit wenig Geld, auch oft in schlecht isolierten Mietwohnungen, die müssen natürlich heizen. Also denen kann man auch nicht helfen, indem man, wie es Robert Habeck gerade in seiner Kampagne macht, sagt, jetzt spar halt einfach noch mal mehr. Weil das sind eh oft Menschen, die gar nicht so intensiv heizen, die zum Beispiel Haushaltsgeräte haben, die viel Strom verbrauchen, weil sie für ein Energiespargerät kein Geld haben. Und für die Menschen muss wirklich schnell was passieren. Da ist bis nächstes Jahr zu viel Zeit ins Land gegangen. Und wie bewerten Sie dann den Vorschlag von DGB-Chefin Fahimi, die ja eine Energiepreispauschale oder einen Energiepreisdeckel für Privathaushalte gefordert hat? Ist das ein guter Vorschlag? Also ich finde den Vorschlag gut. Ob das in Deutschland realistisch ist, da bin ich sehr gespannt, was da der Gipfel, die konzertierte Aktion heute ergibt. Aber in so eine Richtung zu denken, finde ich in jedem Fall richtig und wichtig, weil es eben, wie gesagt, viele Menschen mit wenig Geld gibt, die an der Energieschraube kaum mehr drehen können selber, die eben auch nicht selber mal die Heizung austauschen können, weil sie eben in der Mietwohnung leben. Und für die Menschen was zu tun, ist jetzt wirklich ein wichtiger Weg. Wenn wir noch mal auf das Energiegeld 300 Euro zu sprechen kommen, das kritisieren Sie ja auch, dass das eben vielen Menschen gar nicht zugutekommt, zum Beispiel Studierenden und Rentnern. Ihr Sozialverband will dagegen Klage erheben. Ist das richtig? Genau, wir wollen Einspruch einlegen und im besten Fall bis vor das Bundesverfassungsgericht damit kommen, weil wir sagen, das ist eine extreme Ungleichbehandlung, gerade weil es ja hier um Energie geht, die eben nachweislich ja nicht nur Menschen
im erwerbsfähigen Alter und mit einem Job eben brauchen, sondern gerade auch Rentnerinnen und Rentner mit einer kleinen Rente, Menschen, die gerade Elterngeld beziehen, auch die müssen ja zu Hause heizen und kriegen eben nicht die Energiepauschale. Und von daher sagen wir, das ist eine extreme Ungleichbehandlung, zumal ja fürs Pendeln beispielsweise mit dem 9-Euro-Ticket oder dem Tankrabatt ja schon wirklich auch einiges gemacht wurde. Von daher fordern wir eben, dass die Energiepreispauschale auch für die noch nicht berücksichtigten Gruppen gibt und wollen jetzt erstmal vor der Finanzgerichtsbarkeit klagen und dann aber am Ende im besten Fall vor das Bundesverfassungsgericht kommen. Schauen wir auch noch mal auf die Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten. Das ist fast jeder Fünfte, circa 10 Millionen Menschen in Deutschland. Die haben auch von dieser konzertierten Aktion, wie sie heute im Bundeskanzleramt läuft, tatsächlich nichts, denn die sind nicht durch Tarifverträge abgedeckt. Was wäre denn eine kluge Lösung für diese Menschen? Also eine kluge Lösung für diese Menschen ist auch natürlich gezielt was zu tun. Jetzt ist ja schon mal gut, dass der Mindestlohn steigt, auch das befürworten wir sehr. Allerdings hätten wir auch da gesagt, der Mindestlohn muss noch weiter rauf auf über 13 Euro, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, durch den Mindestlohn sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften. Und jetzt ist eben ganz wichtig, wirklich auch mit gezielten Maßnahmen zu entlasten. Der Finanzminister erzählt ja bei jeder Gelegenheit natürlich, dass kein Geld mehr für soziale Projekte und für Entlastungsmöglichkeiten da ist. Aber wir wissen alle, dass das Sparen am Sozialstaat und auch an der guten Bezahlung der falsche Weg ist. Und deswegen ist für mich wirklich auch nochmal Weiterdenken und Weiterarbeiten für bessere Löhne ganz wichtig, für gesicherte Beschäftigung. Und natürlich ist auch entscheidend, wirklich gezielt zu entlasten an den Stellen, wo es sein muss. Eben durch das Drehen an der Verbrauchssteuerschraube oder auch durch Entlastungspakete wie eben Energiepreispauschale. Sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Bentele. Danke Ihnen. Tschüss.